Jo Leute, und willkommen wieder zu einem kleinen Talk. Ja, ja Leute, denn wir reden jetzt heute über Animal Crossing, was ja bald rauskommt. Im nächsten Monat ja schon, also das geht ganz rasch. Also der Februar, der ist ja schließlich ganz kurz. Na gut, aber nicht ganz kurz, der ist ja ein bisschen lang, ne? Der hat jetzt schließlich 29 Tage. Aber, jo, geht etwas schneller vorbei als die anderen Monate, ne? Ja, wir reden über Animal Crossing. Und ja, Leute, seid ihr eigentlich gehypt auf Animal Crossing? Oder eher nicht so? Also ich muss ehrlich sagen, ich bin gehypt. Auch wenn ich nicht halt so der Animal Crossing Typ bin. Denn, ja, Animal Crossing ist ja halt nicht halt so ein actionreiches Game, sag ich jetzt mal halt, ne? Und habe ich auch nicht so oft gespielt. Ich glaube, meine maximale Spielstunden waren so 10 Stunden mindestens immer bei zwei Games, also Animal Crossing für den DS und Animal Crossing für den 3DS. Ja. Und ja, das war's auch wieder. Mehr habe ich nicht gezockt. Naja, aber ich glaube, bei Horizon, oder wie heißt das, New Horizon? Genau, wird das, glaube ich, ein bisschen anders aussehen, denn das sieht sehr interessant aus und natürlich ist auch Animal Crossing auch wieder, also die älteren Teile bei 3DS zum Beispiel, ist auch etwas her, ne? Ich glaube, länger als 5 Jahre oder so, ne? Aber ja, auf jeden Fall viel länger, weil bei der Wii U gab es kein Animal Crossing und das ist richtig krass. Also nicht, dass es nicht gab, aber ich meine halt, dass es wieder gibt, so, okay. ja, auf jeden Fall. Also finde ich extrem cool, denn man hat eine Insel, Leute, eine Insel. Ja. Und das ist richtig krass, aber die es schon gesehen haben, die wissen ja schon, aber die es vielleicht nicht so mitbekommen haben, man hat so eine Insel, Leute. Und bei der Insel, da kann man richtig krasse Sachen machen. Ich weiß nicht ganz genau, ob das halt überall ist, denn ich glaube, man kann da ein bisschen so ein Abenteuer erleben. Und Moment mal, Leute, ich muss gerade die Kurve kriegen. So, okay, ja, so. Genau, man muss halt so ein. Man hatte so ein bisschen Abenteuer. Man konnte beim Trailer sehen, wie man halt. Also, wo die eine Dame halt über einen Fluss rübergesprungen ist. Mit einem Stock halt. Oder mit einem Stab halt. Oder keine Ahnung, wie man das nennt halt. Und das war richtig cool. Also, ich muss sagen. Ich glaube, da ist was los, Leute. Ich glaube, da ist was los. Ja, auf jeden Fall. Die Insel sieht auf jeden Fall ganz cool aus, also was beim Trailer gezeigt worden ist. Also ich bin echt gespannt, was man so alles machen kann. Oder ja. Ja, ja, Leute, man kann bei der Insel, glaube ich, auch ein kleines Abenteuer erleben. Aber was man auch noch kann, das alte Bekannte bei Animal Crossing, sammeln, verkaufen, denke ich mal. Obwohl, ich weiß gar nicht, ob man verkaufen kann. Aber es, wenn man, ich glaube, ja, auf jeden Fall keine Ahnung, ob man das kann, aber vielleicht schon. Oder und noch, warte, was kommt noch? War das sammeln, verkaufen und kaufen, genau. So war das, genau. Genau, genau, was ich meinte mit verkaufen oder kaufen, beziehungsweise, ob man das kann, vielleicht geht das nicht, oder vielleicht schon. Na, obwohl, es wird wahrscheinlich schon gehen, denn es wäre ein bisschen, doof, wenn man halt nichts kaufen kann und verkaufen kann. Und wieso gibt es so viele Bomben? Okay. ja, denn man kann auch noch craften, Leute. Also so ein bisschen was basteln. Das ist auf jeden Fall ganz cool. Also ich bin echt gespannt, wie das so sein wird. Denn das Crafting-Ding hat mich richtig aus dem Hype rausgebracht, sag ich jetzt mal. Das war richtig interessant. Also das war, hat so ein richtiges Survival-Feeling halt irgendwie halt. So ein bisschen so in Minecraft irgendwie halt. Und ja, das ist schon krass. Und jetzt bin ich schon wieder 11. Platz. So schnell rutscht man runter beim 4. Platz zum 11. Platz. Aber die Strecke ist auch ganz klein. Ja gut, okay. So, wo waren wir genau beim Craften, Leute? Ja, das Craften wird auf jeden Fall ganz cool, Leute. Also darauf freue ich mich extrem. Und ja. Was sagt ihr eigentlich zum Craften? Ja, ist, sieht ganz nett aus oder nee, will ich nicht haben in Animal Crossing. Denn das brauche ich vielleicht nicht. Was sagt ihr dazu? Aber auf jeden Fall bin ich sehr gespannt und ich freue mich mega. Ach ja, Leute, wisst ihr, was noch besser ist als Crafting? Na gut, und zwar Multiplayer, Leute, Multiplayer! Ja, Leute, es gibt Multiplayer. Und auch Online-Multiplayer halt. Und das ist mega krass, also das ist richtig cool. Man kann da bis zu 8 Spieler spielen. Und das ist echt genial, also
Na gut, ich hoffe, es leckt nicht so wie bei anderen Games, wie bei Super Mario Maker, ne? Das war, ist ein bisschen schlimm, aber ich denke mal, ich hoffe, es läuft flüssig, sag mal so. ja, und das ist richtig cool, also, da habe ich mir gedacht, ja, das wäre doch gut an Community-Projekten, ne, Leute? Ich würde sagen, also wenn ihr auch Animal Crossing spielt, also ich werde es auf jeden Fall zocken, Leute, und streamen. Und wenn ihr dabei sein wollt, dann können wir zusammen bei der Insel herum albern. Und ja, wäre auf jeden Fall ganz lustig, ne? Jo. Genau. Auf jeden Fall Multiplayer ist auf jeden Fall ganz cool. Also das so bei der Spitze, was mich so irgendwie am meisten hypt. Ich glaube, da werde ich irgendeinen Freund anstiften, dass ich das auch kauft, ne? Damit ich halt immer jemanden zu zocken habe. Ja, mal schauen. So, vielleicht werde ich auch etwas öfters streamen bei Animal Crossing. Da ja halt jeden Tag etwas anderes ist, ne? Das ist halt bei Animal Crossing, jeden Tag ist etwas anderes. Und da werde ich, glaube ich, etwas öfter streamen. Aber mal schauen. Ja, ja, das wird mein drittes Animal Crossing, Leute. Mein drittes Animal Crossing. Oder es gibt ja schon. Wie viele Teile gibt es davon? Ich habe keine Ahnung. Ich bin jetzt kein Animal Crossing Experte, wie man sieht. Aber ja, ich freue mich extrem. Und schauen wir mal, ob ich da länger dran bleibe. Oder vielleicht auch bleibe ich nicht so lange dran, aber mal schauen. Mal schauen. So. Dann hole ich mir noch den ersten Platz. Na gut, den ersten Platz kriege ich jetzt nicht, aber. Alter Leute, hört auf zu schubsen. So, okay. Siebter Platz, naja. 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 Geht. Ist in Ordnung. Ja, Leute, freut ihr eigentlich euch auf Animal Crossing New Horizon oder nicht? So, Leute, das war's jetzt mit dem kleinen Talk und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, ein Like da lassen und wenn ihr neu seid, dann ein Abo da lassen, denn jede Woche kommt ein kleiner Talk. Ja, Leute, das war's jetzt und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ciao, ciao. Bis dann.